Ja, hallo, hier ist euer erster Mart, Dan. Und der Smooth hier, Jules. Hallo Jules. Ja, wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Venedig gespielt. Reiseaufwendig. Der Aufstieg Venedigs. Und versucht doch mal nicht so nervös hin und her zu klicken. Ja, und wir machen jetzt den Fazit. Das Fazit. Weil wir haben jetzt halt festgestellt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das Spaß macht. Jo. Ein Einblick reicht aber. Also das kann man sich nicht stundenlang angucken. Nee, weil die Kampagne einfach zu sehr darauf aufbaut, dass man hier aufsteigt. Und dann zwischendurch kommen halt so ein paar... Tutorial, ja. Ja, das ist halt, nee, so. Ist es halt nicht. Also, machen wir das mal so ein bisschen sortiert. Fangen wir mal ganz vorne an. Wer hat das Spiel gemacht? Nein. Calypso Entertainment. Ja, Calypso. Calypso, die kennt man ja auch. Die sind eigentlich ganz cool. Von Spielen wie... Tropico ist auch von Calypso? Das kann sein, oder ja. Oder Tycoon? Matt TV auf jeden Fall. Ja, Airline Tycoon 2 jedenfalls. Der erste weiß ich jetzt gerade. Und ich will jetzt nicht lügen, aber hat Calypso Media nicht auch Simon the Sorcerer gemacht? Boah. Ah ne, da gibt es einen Zauberer, der heißt Calypso. Ich glaube deswegen. Ah, okay. Nee, so, da, so ja, gibt's also Calypso Media hat auf jeden Fall das hier, wer das sehr gerne mag, soll das sehr gerne machen, aber es ist halt nicht zum Zugucken. Ja, Grafik. Was sagst du zur Grafik, Jules? Zweckmäßig. Es ist, ja, mein Gott, ich erwarte jetzt keine riesigen Effekte oder sowas, aber wie gesagt, die Städte hätte ich mir schon ein bisschen größer vorgestellt. Nochmal nah ran, dass man hier mal die Länder oh, sieht. Oh, jo, hier. Ja, sowas wollen wir noch sehen, genau. Zeig mal Rom. Da haben wir Rom, die Weltmetropole. Jetzt nicht mehr so. Ja gut, ist jetzt im Aufbau, ne? Ja. Dann lass mal hier so ein bisschen, geht doch mal runter. Pisa, da haben wir doch den Turm. Ja gut, das ist ein bisschen was. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, gut, zweckmäßig trifft es wirklich, weil du die meiste Zeit spielst du eh so ein bisschen rausgezoomt. Jojo. Weil das ist das Wichtigste. Die Grafik ist echt nicht jetzt, was zählt. Ich meine, da könnte man theoretisch aber dann auch hier die alten Teile spielen, die mehr Inhalt haben auch teilweise. Ja, das ist halt noch ein bisschen vereinfacht, da habe ich das Gefühl, ne? Ja. Also ich sage jetzt... Es wurde entschlackt. Geh doch mal runter. Also ich meine, ich finde die Grafik sehr, sehr schön. Also guck mal, das sieht schon schön aus. Vor allem, also es zieht dich auch ein bisschen schon in diese Welt rein irgendwie, weißt du? Naja. Doch, ich finde schon. Also das reinziehen. Ist doch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das. Es ist, guck mal, wie geil das ist. Ich finde es sieht geil aus. Also, ich meine, für dieses. Um diese Handelsthematik und so weiter. Du brauchst ja eigentlich nur so ein Spielfeld, ja? Und was meinst du? Jetzt bringst du uns in den Schuldturm. Nee. Ja, also Grafik auf jeden Fall. Wenn wir Punkte vergeben würden, sind wir von 10 Punkte vielleicht 5. Weil es hat alles, was wir brauchen und die Atmosphäre ist eigentlich auch ganz cool, finde ich. Ja, mein Gott, 5, damit kann ich leben. Ja, die Musik ist auch ganz gut. Ja, genau, Musik und Sound. Von Musik habe ich jetzt nicht so viel, aber was ich gehört habe, war ganz lustig, ganz gut. Ja, ja, ist halt, man hat, ist halt jetzt die Frage, wenn man das länger spielt, ne, ob man das Gedudel dann ausmacht, ob man es anlässt, ob es in Ordnung ist oder nicht. Das weiß man halt jetzt so noch nicht. Das müsste man halt beim länger Spielen sehen. Ja. Was auf jeden Fall ein Minuspunkt bei mir ist, ist das Intro. Also ich finde es furchtbar. Mich hat das so gelangweilt. Vor allem, jetzt hat er auch... der Sprecher war schneller als der Text. Ja, und dann haben die den Text noch nicht mal fertig laufen lassen. Ja, und dann kam, was Neues wieder. Und dann kam der neue Block. Genau, ja. Der Text ist zu langsam gelaufen. Und ich fand, ich mag es sehr gerne, so gezeichnete Intros zu haben. Hat man auch bei Fable gehabt zum Beispiel, ja? Mhm. Wenn es aber das einzige ist an Intro, dann ist es scheiße. Wenn das nur irgend so ein Teil wiedergibt, dann ist es gut. Was ist das denn? Ein Castle. Kann schlafen. Ja, mach mal. Mach ich mal. Dann schlafen wir nochmal im Castle. Dann, aber hierbei war es halt sehr, sehr langwierig. Der Sprecher war auch ein bisschen eintönig. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkam, aber... Ja, es passt aber auf. Ich meine, der soll jetzt nicht hier so rum... Das ist wie die Grafik halt, gell? Zweckmäßig einfach nur. Ja, aber das hat mich irgendwie eher abgestoßen, also war nicht so schön. Ja, aber die Kampagne ist ja eh nur so fadenscheinig präsentiert und dass man da halt so ein bisschen, ja, das halt mit seinem Opa, der irgendwie, das hat man alles schon gesehen und das ist besser und schon. Hier, wie gesagt, bei Siedler
da hast du wenigstens ein paar Aufträge gehabt, weißt du, so richtig. Das hier war ja nur so textmäßig, bringe irgendwas nach Rom, steige auf und so. Du wirst einfach tutorialmäßig eingebunden, ja. Ich weiß ja nicht, wie es später ist. Ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht geguckt, wie es mit den Häusern hier aussieht, die man kaufen kann. Oder Taverne waren auch noch nie. Wenn du jetzt mal... Geh doch mal, du kannst wahrscheinlich dann auch Ämter annehmen, du kannst Sachen bauen. Geh doch mal auf die auf Venedig zum Beispiel, weil wir sind ja jetzt in der Anfangsphase. Das war weg, mal bitte. Und mal runter. Du siehst da oben, ich weiß nicht, ist er jetzt weg? Ach, jetzt ist er leider weg. Da war ein Hammer eben. Also die Städte entwickeln sich ja auch noch. Ja? Wahrscheinlich wird das auch noch größer. Nur jetzt hier für den Anfang ist es noch, ist schon ein bisschen wenig. Also ich finde es auch zweckmäßig, aber na gut. Ja. Man braucht halt nicht mehr, ne? Also man erkennt auf jeden Fall, aber braucht es soll Venedig sein. Und man erkennt, es soll Rom sein. Du hast da das Kolosseum. Also an solchen Details erkennt man das schon. Ja, aber wir haben 2013, da kann man ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, es gibt aber auch, muss man ganz mal ernsthaft sagen, es gibt Spiele, die sind immer mehr und mehr gewachsen und immer mehr Optik und hin und her, aber hatten keinen Spielspaß. Ja. Dann ist mir sowas lieber... Und, ja, mir auch. Also ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich, wenn du dann weg bist, daheim nochmal hinsetzen und... wenn ich weg bin aus meinem Haus. Werde ich heimfahren und mich daheim hinsetzen und das auf jeden Fall nochmal näher mir nochmal angucken und was man noch so bauen kann und sowas, weil ich habe ja jetzt Urlaub. Warum nicht, ne? Echt, wie lange hast du Urlaub? Ja, nur die Woche. Achso. Ich habe das aber verschwiegen. Warum denn? Weil du dann wieder deine Fingernägelkurse bei mir abhalten würdest. Musst du das jetzt sagen? Ja. Die Leute sollen das ruhig wissen. Jules macht Maniküre, Pediküre und Haare. Vor allem Haare, ja. 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 Nee, also, wie gesagt, was hältst du von der Preis-Leistung? Hat es wieder Spielwert? Also, von meinem Holz jetzt hier, oder was? Ist halt jetzt die Frage, das können wir jetzt noch nicht beantworten. Also jetzt im Moment... Also ich denke mal, es ist halt so dieses Typ... Ich meine, ich habe Port Royal gespielt, ich habe Patrizia gespielt und das wird dasselbe in grün sein, nur mit paar Details, die da verändert wurden, denke ich jetzt mal. Ja, und vor allem ist es halt auch... es spielt halt in der... Es spielt hier in der Zeit von Venedig, wo da ja alles hier so... gewachsen ist und so. Kaufmann von Venedig habe ich ja auch gelesen, das Buch und so. Fand ich auch ganz lustig, ganz interessant, so die Thematik. Jo. Was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Doch. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es ja das gleiche wie nördlich der Alpen. Ja? Das andere halt hat nördlich der Alpen gespielt. Das sind die Alpen. Ja. Und das andere war doch da oben. Deutschland, ja, die Fugger, genau. Und so Bremerhaven und Novgorod oder was du gesagt Novgorod. Hast. Novgorod. Wo man die Felle verkaufen kann. Genau. Und ist mal selten hingekommen, hat aber auch immer ganz gut was gebracht. Ja. Also ich muss sagen, ich weiß es nicht, müsste man dann sehen, wie es weitergeht, aber jetzt für Let's Play ist es halt nichts, ne? Auf keinen Fall. Achso, um euch das jetzt hier, ihr könnt auch gerne 2 Stunden das... Es gibt Leute, die würden da wahrscheinlich auch zugucken. Sagen, oh, was haben sie einen geilen Schnapp gemacht, da haben sie gerade voll die Gewürze verkauft, ne, gut. Ja. Aber das ist eher ein Spiel, was man selber spielen sollte, was dann mehr Spaß bringt. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, du guckst ja jetzt zu, ich habe jetzt gespielt, wie hast du jetzt... Ja gut, ich... Ich meine, du warst ja auch ein aktiver Part. Du kannst mir einen gelben Ball hier hinwerfen, dann beschäftigst du mich Stunden. Also ich bin da pflegeleicht, aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier sitzen würde mit meiner Freundin oder du mit deiner Freundin, die würde dir in die Fresse hauen. Zu Recht. Nee. Guck mal, Schatz, ich habe ein neues Spiel, guck mal. Also auf jeden Fall kann man machen, das Spiel... ist zum Zugucken gar nichts, zum Selbstspielen ist es was, wenn man Interesse dran hat zu handeln und die Atmosphäre passt auch. Und ich würde sagen, das waren abschließende Worte vom 5 von 5 Punkten, wenn man Punkte vergeben würde. 5 von 5 statt eben 5 von 10, also es ist noch viel Luft nach oben. 5 von 10 gibst du? Ja. Weil ich ja auch nicht weiß, was noch passiert. Es kann sein, dass du jetzt noch eine Stunde spielst oder ich dann später eine Stunde spielst und danach hast du überhaupt keinen Bock mehr. Wie gesagt, wir haben hier immer ein Haus, haben wir sogar. Ach, das war sogar das Haus eben. Ja, stimmt. Ah ja, das sind die Schwulettis, guck mal, die. Das sind Brüder. Ja, das ist eine Familie. Das ist Mann und Mann. Gut. Und ja, guck mal, der Aal ist geil. Guck mal, was der für eine Schnecke gegriffen hat. Otavia. Die ist viel jünger als er, ne?
Ja, anscheinend. Das ist der Onkel. Ist das der Mako oder ja, was? Ja. Das ist der Mako. Man kann anscheinend auch heiraten, ne? Hier dann. Ja, wahrscheinlich schon. Und nur Kinder kriegen, keine Enkelsöhne, okay? Gut. Kann ja, ich gerade. Geht ja auch noch um deine gucken. Ja, dann kann man natürlich spenden. Macht man immer. Fasching. Ja, also es geht noch ein bisschen was und das herauszufinden, das überlassen wir dann euch und ihr könnt ja dann auch ein Let's Play machen, wo wir aufgehört haben und das gucken wir uns dann an. Ja. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin der Jules. Und ich bin der Jules. Und wir dänen uns dann später. Bis dann. Ciao. Tschüss.